Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Also in diesem Video zeige ich euch, wie man im Please Donate solche Knöpfe kriegen kann. Das zeige ich euch gleich. Also erstmal wollt ihr in, wenn ihr auf dem iPad seid oder so wie ich oder auf dem Handy, wollt ihr einfach nur schnell hier so auf roblox.com drauf gehen. Dann hier erstellen drücken. Dann hier auf diese 2a, dann Desktop-Website anfordern. Dann hier Manage My Experiences, nicht Start Creating, drücken, was sonst. Ja, musst du das Studio runterladen. Dann musst du hier drücken auf irgendein Spiel von deinem. Also keine Sorge. Jeder Spieler muss ein Spiel haben. Zum Beispiel das da, Sibling Funny's Place. Da klicke ich jetzt drauf, dann Dashboard klicken, dann Associated Items, dann das da, Passes, dann Create Pass drücken. Dann, achso, ja, keine Fotos. Dann einfach Foto aufnehmen. Dann einfach so Foto benutzen. Dann einfach einen Namen eingeben. Wasser. Dann Create Pass drücken. Dann hier draufklicken auf das, was du gemacht hast. Dann hier draufklicken auf Dashboard wieder. Dann Sales klicken. Dann musst du Item for Sale klicken. Also dann kannst du irgend so eine Zahl eingeben, aber das muss weniger als Billionen sein. Also ich mache es jetzt erstmal so 5 oder 10. 10. Da, dann hier draufklicken und dann hier so zurückgehen, dann kannst du rausgehen, dann hier so machen, glaube ich, und dann musst du auch nicht so refreshen, einfach nur hier so draufklicken und dann hier in Please Donate reingehen. Dann einfach zu einem Stand gehen, das frei ist. Also wie ihr seht, ich habe jetzt sogar schon 100 irgendwas, schon weil ich so viele Game Passes habe. Also hier kannst du... Das ist das Wasser, dann das Game Pass. Das. Und dann kannst du hier einfach stehen. Ja, und bis jemand kommt und dir Robux gibt. Zum Beispiel wie er gerade. Ja, also das ist alles. Tschüss!